Die Passagiere, die sie auch attendieren müssen. Und sie müssen sich immer sehen lassen. Wenn der Kapitän sich mal beim Essen nicht sehen lässt, dann heißt es gleich, was ist los? Geht das Schiff unter oder was ist los? Ne? Der ist nur Repräsentant. Nichts weiter. Er muss repräsentieren können, gut aussehen, sich mit Passagieren umgehen, küsst die Hand gegen die Frau und so weiter und so weiter. Das sagen die anderen, die eben nicht draufgefahren haben, mit einem gewissen Neid, die sagen, das ist ein Musikdampfer. Ich würde nie auf einen Musikdampfer fahren. Ich sag, du bist auch gar nicht fähig, habe ich dem gesagt, der mir das sagte. Ich sag, da gehört eine gewisse Bildung zu und ein gewisses Benehmen, nicht wahr? Ich habe nicht gesagt, dass er es nicht hatte, ich sag, das gehört dazu. Also mach dir mal keine Sorgen, dass du was verpasst hast, noch. Es wird so dann gesagt, nicht wahr? Die nehmen das übel, dass man am Musikdampfer gefahren hat. Dann nachher die Kreuzfahrten, die Silvester, die berühmte Madeira-Fahrt, die Silvesterfahrt, die müssen auch mal mitmachen. Ach, da sind mindestens 10, 12 Chevrolet auf Madeira Funchal. Und da ist das Silvester Feuerwerk. Da kommt auf jedem von diesen 12 Passagierdampfern hat sein eigenes Feuerwerk. Wir haben echt ein Feuerwerk mit an Bord. Oben am Schornstein wurde aufgebaut. Also, das glauben Sie gerade nicht. Ich bin als Passagierin mitgefahren und habe wohl ein Seefahrtsbuch gekriegt. Das war nur so pro forma. Da wurde ich als Stewardessin eingetragen. No, ich meine, der Abschluss davon war die Bremen. Weil meine Frau ja 4 Jahre immer bei mir sein konnte. 3 und 4 Monate. Wir haben noch richtig die zweite Jugend erlebt, da beide. War schön, war eine schöne Zeit. In 4 Jahren durfte ich einmal im Jahr mit. Nicht, dass ich das ganze Jahr mit war, nein, das nicht. Ein Vierteljahr durfte ich mit. Und dann kriegte ich eine Kabine. Ich habe meine erste Klasse oben ganz wunderbar gekriegt und habe immer eine gute. Ja, da hat mein Mann dann schon vorgesagt. Und dann war die Rede schon immer mit mal, Pasteur Bremen wird verkauft. Da war manch einer, der hat seinen Job verloren, der so lange da wurde. Ich meine, wir zum Beispiel, wir konnten wieder unter. Schlüpfen die, aber Sturz und alles das, was drum und Köche vor allen Dingen, alles das Nautiker auch. Und da wurden große Schiffe gebaut, wo sie bloß die Hälfte Besatzung brauchten, wie normale Schiffe. Nicht? Es wurden ja nur noch Frachtschiffe gebaut. Meine alte Ubena, meine Usaramo, meine Usambara, alles Schiffe, nicht wahr, 16 bis 20.000 Tonnen groß, aber nur Frachtschiffe, die Kisten aufstapeln. Vor allen Dingen durch die Entwicklung zu den Container hin und zu den Toucan-Container-Schiffen haben die ja nur manchmal Liegezeiten von 1 Tag oder 2 Tagen und fahren wieder raus. Und das war ja bei uns früh ganz anders. Wir hatten immer 4, 5 Tage oder 7 Tage oder 14 Tage Liegezeit. Der große Unterschied, den habe ich ja miterlebt, die Wochen, eventuell Monate, die das Segelschiff im Hafen lag und dann die Dampferliegezeit. Und selbst mit dem Schnelldampfer Bremen, da lagen ja immerhin 1 Tag oder 2 Tage im Hafen. Aber hier, das geht ja heute nur um Stunden. An und für sich traurig entwickelt, nicht wahr, dass das Menschliche vorbei ist. Jetzt fährst du ja zu sehen, nur dass du auf Knöpfe drückst. Und die Kameradschaft, das ist das, was uns getragen hat. Und die hat man heute nicht mehr. Die kommen heute an Bord und ich habe schon vorhin gesagt, die werden unter Umständen in Singapur abgelöst, von Hamburg ab. Die müssen 9 Monate fahren und haben 3 Monate Urlaub. So ist das im Augenblick. Wir haben immer weniger Schiffe. Und die Schiffe werden immer größer und die Besatzung wird immer weniger. Die liegen alle auf der Straße, die müssen alle anderen Beruf anfangen. Ich habe das schon manchen Kapitän gesagt, ich sage, seh zu, dass du was anderes lernst. Sonst gehst du als reisenden Damenunterwäsche. Sag ich, oder sonst was, kannst du nicht. Bis hast du jemand gelernt. Es hat schon Josef Conrad gesagt, Nachfolger haben wir nicht mehr, sondern es sind Nachkommen, die jetzt auf einem anderen Gebiet wirken, die Aufgabe ähnlich zu erfüllen, aber eine ganz andere Aufgabe. Unsinnig ist es, immer wieder auf neue Ausrichtungen auszugehen, wenn die alten noch lange nicht verbraucht sind oder noch gut genug sind oder noch besser sind wie die gegenwärtigen. Ne? Wozu braucht man immer schnellere Motoren? Man hätte die Erfinder dieser Leute darauf festlegen müssen, bitteschön, sorgt dafür, dass sie leiser werden. Schneller brauchen wir nicht. Und so, nicht? Das ist viel besser.
Aber warum brauchen wir diese ungeheuerlichen Rekorde immer? Dafür bin ich gar nicht. Geografie kann man nur zu Fuß betreiben. Wenn man das in großen Teams mit Autos und jetzt sogar von Satelliten aus betreibt, das ist ja schön und gut. Ich kann von einem Satelliten oder einem Flugzeug aus kann ich die ganze Landschaft fotografieren, besser als ich sie zeichnen kann. Aber steht ja leider nirgends ein Name dran. Ich muss das ganze Gebiet nachher doch durchlaufen und muss an Ort und Stelle feststellen, ja, welcher Fluss ist das denn, wie heißt der nicht und wo bin ich denn da? Das muss ja alles wiederholt werden durch die Bodentruppen. Und 1953 kam meine erste Expedition nach Mittelamerika. Und dann habe ich meine Reedereien immer wieder mitgenommen, bald als Zahlmeisterassistent oder als Decksmann oder was weiß ich, irgendwie, steht alles in den Büchern drin. Und haben mir die Möglichkeit gegeben, wir nehmen sie auch wieder mit zurück. 1962, 63 habe ich mich wieder nach Mexiko hinübergearbeitet, nach Veracruz und bin auf dem Landweg dann wieder durch das gesamte Mexiko, nicht um in Mexiko zu arbeiten, sondern nun von Norden her in das eigentliche Zentralamerika hineinzukommen und Staat für Staat von Zentralamerika geografisch vorzunehmen, um zusammenhängend eine kleine Wirtschaftsmonographie darüber herstellen zu können. Wir haben zwar große, dicke Wälzer darüber und auch in den Lexika habe ich mitarbeiten müssen in verschiedenen, wo ja immer nur kleine Spalten dann sind. Aber ich habe dann den Plan durchführen können. Ich habe angefangen im südlichen Mexiko, über Guatemala, Salvador. Und auf der atlantischen Seite gab es damals noch das sogenannte British Honduras, eine Kronkolonie der Königin, keine Staatskolonie. Von Honduras ging ich nach Nicaragua, war mir völlig neu, da blieb ich ziemlich lange. Von dort ging ich weiter ins nächste Land, das ist Costa Rica, das sogenannte friedlichste Land unter allen Lateinamerikanern. Dann kommt man in die Republik Panama, das ist dann das siebte Land in der zentralamerikanischen Brücke. Als nächste Reise wurde ich wieder nach Südmexiko berufen, und zwar im Jahre 71 in Estado Chiapas, in dem ich vorher schon 1957, 58 einige Teilmonographien angefertigt hatte, die ich eben beschrieben habe, dass ich also nun den gesamten Estado Chiapas aufgenommen habe, habe ich noch eine Nacherkundungsexpedition 75, 76 durchgeführt und damit habe ich dann meine Expedition abgeschlossen. Und mir wurde auch Gelegenheit gegeben, über die große Mexiko-Expedition jetzt noch in einem großen Doppelband nach meinen Tagebüchern ganz ausführlich die ganze Borneo Expeditionen Durchquerung darzustellen. Die ist Ende 1984 herausgekommen. Alles zusammengenommen mit Buchrezensionen und mit Vortragsthemen, das ist mir geläufig. Das sind ungefähr 650 Titel. Ich habe eine ganze Reihe Jugendbücher geschrieben. Dann kam das gründlichere Reiseschrifttum dazu und nebenher von Anfang an das wissenschaftliche Schrifttum. Und wie gesagt, das sind 650 Titel alles in allem, die nun alle in meiner Heimatstadt in der Bibliothek liegen. Mein Leben war voll bis oben hin. Das ist am Überlaufen, möchte ich sagen. Und wenn Sie in diesen Tagen ein bisschen davon gehört haben, werden Sie auch der Meinung sein, das kann man wohl ihm zubilligen. Ne? Pensioniert wurde ich 1964 im Januar. Ne? Aber so im Juni, Juli habe ich aufgehört. Naja, wir haben uns zurecht geraubt. Er hatte da das Sagen, die Jahre, und ich hatte zu Hause das Sagen. Es war zuerst schwer. Ich bin im August 65 in Pension gekommen. Im September stand ich in der Schiffsingenieurschule vor der Klasse. Da war einer von den Dozenten ausgefallen. Und dann hatte man beim Leute gesagt, Mensch, da ist ja der Alte. Der hat den Unterricht gegeben in der Kanada. Hol die mal hin.
Dann habe ich 2 Semester Unterricht gemacht in der Schiffsschule. Und dann, weil ich aber in der Nähe vom Flugplatz wohne, habe ich immer noch Ablösereisen gemacht. Noch bis 1973, also bis ich 70 wurde. Aber ich habe dann als erstes ihm die ganzen Finanzen übertragen, ne? Vorher kümmerte er sich doch nicht drum. Und dann sagt er, du bist gut. Jetzt, wo das Geld weniger wird, ich sage, jetzt weißt du wenigstens, wo du es ausgeben kannst. Nein? Ich bin pensioniert von 1972. 1972. Und die letzte Fahrt auf der Hanseatik, auf der Shalom, die ist bemerkenswert. Die möchte ich nochmal bemerken. Wir fuhren also durch den Panamakanal, das war das erste Mal, dass die Hanseatik durch den Panamakanal fuhr. Wir fuhren nach Callao, der Hafen von Lima, Peru, und dann fuhren wir nach Valparaiso. Und Valparaiso war mir vom Krieg her sehr gut bekannt und auch vom Segelschiff. Also ich wurde da begrüßt, das war ganz fabelhaft. Es hat mich so gerührt, wie die Besatzung da angestellt war. 400 Mann standen da und alle, ich sah das, die waren auch traurig. Ja. Die erste Zeit, also das war grausam. Der Mann stieg immer schon um 6:30, 7 war er immer auf. Und das war ich ja nun eigentlich gar nicht gewohnt. So, bis 8 war ich ja zumindest 8:30. Ne? Na, also das war nicht gerade sehr schön. Und dann so unruhig war auch. Also ich bin täglich an die Elbe gelaufen und habe in meinen Schiffen nachgeguckt. Und meine Frau sagt, du wirst noch verrückt, wenn du das weitermachst. Ich sage, natürlich, ich bin es ja jetzt schon. Nun, einmal muss man jeder Jahr in den Ruhestand gehen und hab gedacht, wenn du noch im Ruhestand noch einige Jahre lebst, vielleicht bis du 72 bist, dann hast du noch 7 glückliche Jahre, dann hast du noch was von deiner Rente mit deiner Frau und der Familie und kannst vielleicht noch ein bisschen reisen. Das waren so meine stillen Wünsche. Dass ich 72 werde, das habe ich auch einmal bei der Seefahrt mal gedacht. Dann saß ich mal am Land, in einem Ufer, habe in die Sterne geguckt und denke, ach Gott, wenn du mal 65 wirst und dann noch 7 Jahre, das wäre schön, 7 Jahre im Ruhestand. Und heute bin ich 84 und bin dem lieben Gott dankbar, dass ich hier sitze bei Ihnen und erzählen kann und erzählen darf. Ich kann mich gar nicht zulassen. Ich glaube, mich muss er mal irgendwie wann erwischen und dann ist Gewalt der Tod. Ja, ich kann gar nicht so. Ich weiß so gar nicht, was ich machen soll. Hier bin ich seit 1969. Ich bin hier immer vorbeigegangen. Und habe mal dieses Lokal, also dieses Haus gesehen, gegenüber Michel. Und zu der Zeit, wo ich glaube, 69 wurde gerade der alte Old Commercial, der wurde abgerissen. Und da bin ich zu der Frau Vogt hingegangen, das war die letzte Besitzerin. Und habe gefragt, ob sie was dagegen hätte, wenn ich in etwa so am die Michel herum etwas aufmache und ihren Namen benutze. Tja, natürlich machen sie das. Ach, Old Commercial rum. Ach ja, ja, da, der hat ja ausgesorgt. Ich setze ja etwas an ihren 4 Millionen um. Ne? Ja. 1970, da bin ich in den Ruhestand versetzt worden mit 65 Jahren. Und da hatte man vorher mir aber schon gesagt, haben Sie nicht Interesse dann also beim Bundesoberseeamt? Und so bin ich gleich nach meiner Pension, bin ich dann als Beamteter, Schifffahrtssachverständiger zum Oberseeamt gekommen, als ständiger Beisitzer. Und das hätte der Schiffsjunge Emil Memmen, der 1921 zur See ging, nicht daran gedacht, dass du eines Tages hier stehen würdest und die Anerkennung finden würdest, nicht? Und das ist mir bewusst geworden, als mir das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde. Wie ich aufgehört habe, ich habe doch noch mal Vertretung gemacht da. Im Buch steht es auch drin. Und da waren auch schon Türken an Bord und Griechen. Ja, da hat er noch 2 oder 3 Reisen gemacht, nicht alt auf Ufo. Und dann ist er zu Hause geblieben. Das war schwer. Ich hatte mit dem Geld, und alles hatte ich in der Hand. Und wie mein Mann denn kam, nahm er alles. Das war ganz, ganz schwer. Da habe ich mich ganz furchtbar umstellen müssen. Und Sie wissen doch, mein Mann ist ein bisschen herrisch. Habe ich ihm alles gegeben und gesagt, nimm. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich gar nichts mehr. Zuerst war es ein bisschen hart für mich. Aber da bin ich da hingekommen, meine Spaziergänge. Dann habe ich vormittags 1,5 Stunden, nachmittags 1,5 Stunden nicht, habe ich dann gemacht. Und das hat mich gut, das juckt mich, das muss ich. Und das hält mich frisch.
Meistens will er ja alles mehr aus der Hand nehmen, aber das lasse ich mir nun ja nicht. Ich sage, solange wie ich kann, mache ich das. Ein Portenkicker ist er sowieso. Er guckt immer im Port, was gibt und so, ne? Er macht aber die Treppe, das muss ich Ihnen sagen. Und den Keller, wenn der sauber gemacht wird, den brauche ich nicht. Ich gehe 3-4 Mal im Monat, haben wir noch einen Tanznachmittag, tanzen. Ich tanze, alle Witwen wollen mit mir, mit uns am Tisch sitzen. Warum? Ich war der Eintänzer. Mit meiner Frau fing ich an. Dann musste ich den Tisch rundgehen, das waren dann 5 Witwen. Dann hatte ich 5 Tänze, dann konnte ich mein Hemd ausringen. Du kannst dir ja denken, 2-mal wird gespielt, lernen Tänzer, ich hatte noch alles. Und dann habe ich gesagt, da muss ich auch bald Schluss mitmachen. Sonst die Witwen, die bringen mich übers Kreuz. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, sage ich, dann hätte ich mir noch manch eine rausgesucht. Aber jetzt habe ich an dich genug, jetzt brauche ich keinen anderen mehr. Ich habe gern gelebt. Ich lebe heute noch gern. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich manchmal morgens aufwache, nicht wahr, denn es hört sich komisch an, nicht wahr, dann fass man mal hier und hast deinen Arm noch und hast den Arm noch, ja, du bist noch gesund. Du wachst noch auf, kannst noch denken. Dann bin ich zufrieden. Könnte ja auch mal anders sein. Ich verdränge schon den Gedanken an den Tod und was darüber hinaus sein könnte, sofort. Also ich denke auch nicht mehr nach, wenn ich höre, dass einer nun, und wissen Sie, dass der schon tot ist, da fange ich sofort ein anderes Kapitel an, nicht um ihn zu beleidigen, aber ich verdränge sofort das Wort Tod verdränge. Ich meinte, das ist vielleicht das Beste. Ne? Er kommt ja sowieso. Aber mit länger leben und weiterleben kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn, ich will mich auch nicht vertiefen in dieses Ding. Es ist furchtbar. Ne? Ich möchte nicht begraben werden. Die Urne wird von der Habak auf ein Habak-Schiff gegeben und mitten im Atlantik versenkt. Ich will nicht in der schmutzigen Nordsee da liegen. Ne? Es ist ja eigentlich gleichgültig. Aber ich hab den Gedanken, ich möchte gern auf dem halben Weg nach meiner geliebten Karibik über Bord geworfen werden. Dass wir in Hamburg mollen erholen Kasten mit Numen, hey, Magelow. Do wer wie do, kein Titum rassen, dat lädt man eins mit oben Sturm. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea, rolling home. To the old Hamburg, rolling home, my land to see. Diese Flagge hier, die Lloyd-Flagge, die wurde, wie ich von Bord ging, neu, ganz neu gehisst. Und die hat man mir mitgegeben für meine Zeit und ganz zuletzt für meinen Sarg. Dafür ist sie üblich, da gehört die Lloyd-Flagge drauf. 1972 ist meine Frau eingeschlafen und 1973 bin ich hierher gekommen, bei meinem Stiftung, Haus an der Weser. Ich kam im Februar ins Heim und da wurde angefangen, dass man einen Heimrat hat. Genau wie man einen Betriebsrat hat, hat man einen Heimrat in den Heimen. Ich kam im Februar her und im April war ich Vorsitzender vom Heimrat hier im Haus. Und seit der Zeit bin ich im Amt. Die Arbeit nimmt mich voll an. Ich habe hier eine Ausbildung, ich habe eine Aufgabe. Und mit 87, man muss sich wundern, dass man es überhaupt noch schafft. Und das Zusammensein ist so hier vor allen Dingen bei uns nun durch die lange Zeit, wo ich nun auch schon dabei bin, dass ich doch eine Gemeinschaft zusammengekriegt, eine Familie, wie ich das von Bord gewohnt bin. Ich habe mein Grab, ich komme zu Fuß hin. Wir haben hier unser Grab, wir
wie ich meine Frau eingeschlafen war, da waren wir hier schon angemeldet. Da habe ich hier in der Amtsweide da, da ist auch unser Friedhof. Das ist ein Weg über den Deich rüber, doch ein langes Leben gewesen. Aber es ist ein erfülltes Leben. Der Sinn des Lebens, nicht? Das ist eigentlich glücklich zu sein, nicht? Und zufrieden, sage ich. Nicht? Er muss mit dem, was er hat, muss er eben zufrieden sein. Er darf nicht neidisch auf die anderen gucken, die ein bisschen mehr haben und denen es besser geht. Ich meine, da kann einer Millionär sein oder sonst was, das tut mir nicht weh. Nicht? Also Leben und Leben lassen. Hundertprozentig. Obwohl ich natürlich manches Fettnäpfchen, ich habe ja auch manchen Schied durchmachen müssen. Nicht wahr? Das, ohne dem geht's ja nicht. Das ist der Pfeffer im Leben. Was man da so mitgemacht, wenn das so richtig schiedig gewesen ist, ich will ja den hochdeutschen Ausdruck hier nicht genau, dann ist das, kann man den Wert des guten Lebens doch ganz anders beurteilen und ertragen. Ich lebe gern, das muss ich sagen. Nicht? Also wenn ehrlich gesagt, eins der schönsten Morgens, wenn ich hier bei einigermaßen guten Wetter mit dem Rad so durch die Gegend sausen kann, das ist richtig eine Freude. Und dann bin ich halt zu allen Schandtaten bereit, wenn ich hier nach Hause komme. Und meine Frau passt schon auf, dass genügend Beschäftigung da ist, nicht? Im Garten und so weiter. Solange einer von uns beiden noch über Beines brauchen, wenn niemanden, ich kann meine Frau ersetzen und meine Frau kann mich verpflegen. Dass wir einmal abtreten müssen, weiß ich. Das weiß man, wenn man älter wird, jeder. Aber wissen Sie, wo ich Angst für habe? Ich laufe doch unheimlich gerne. Laufen, laufen, tanzen, alles noch gerne. Und es sollte der Tag kommen, wo ich hier sitzen muss und kann nicht mehr und denke, da habe ich Angst für. Seit dem 82. Jahr kommt ein merkwürdiger Wandel so ein bisschen. Bis 82 könnte man ebenso gut sich noch wie ein 75er oder ein 68-Jähriger fühlen. Aber bei 283, da denkt man noch viel daran. Da habe ich mir den Slogan geprägt, ich mache Pläne für ein Jahr, aber ein Programm für eine Woche. Dann kann nichts passieren. Pläne muss man sogar haben, denn sonst wird es leer. Nicht? Aber um Gottes Willen nicht schon Programme machen. Was ist morgen? Das weiß man bei 84, weiß man schon nicht, was ist heute Abend. Ne? Ich würde auch nicht jeden Bibelvers für absolut richtig halten. Aber es imponiert mir schon, dass gerade sowohl im Alten wie im Neuen Testament das Wort Friede 10.000 Mal mehr vorkommt wie der Krieg. Davon bin ich auch überzeugt, dass der Mensch nicht das höchste Wesen ist. Das ist ganz unmöglich, dass Menschen alles das geschaffen haben, was wir die Welt und die Erde nennen. Da müssen irgendwelche Kräfte gewesen sein, die kein Mensch je erreichen wird. Und wer das ist, das weiß ich nicht. Also ich werde nie Gott oder sonst jemanden dafür heranziehen, aber ich weiß, dass der Mensch kann nicht die Nummer eins im Weltgeschehen, das ist ganz unmöglich. Da müssen Kräfte vorhanden sein, die über uns stehen. Wieso, wie will das jemand erklären? Das kommt aus dem Nichts kommt gar nichts. Und es ist ja nicht nur diese lächerliche kleine Erde hier, es sind ja Tausende und Abertausende von Sternen, die irgendwie aus dem Nichts können sie nicht kommen. Aber wer hat's gemacht? Wer hat das dafür gesorgt, dass das so ist alles?